Made in Germany, das galt ja lange als Qualitätsmerkmal vorrangig für so Industriewaren, aber natürlich auch ein Stück weit für die deutsche Metal-Szene. Aber ist das heute auch noch so? Darüber reden wir in der aktuellen Ausgabe von Metal Gelöt zum Thema Metal aus Deutschland. Jetzt wird wieder getalkt. Metal Gelöt, eine Produktion von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und damit offiziell herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Metal Gelöt, dem kleinen Metal-Plausch, den wir ja in Kooperation mit unseren Freunden von Radio Bob euch servieren. Das bedeutet, das Bewegtbild, das Video, das gibt's klassischerweise bei Rocket Beans bei uns zu sehen. Und wenn ihr das Ganze als Podcast genießen könnt oder das vielleicht auch gerade tut, dann seid ihr wahrscheinlich bei Radio Bob unterwegs. In jedem Falle vielen Dank fürs Zuschauen oder auch zu hören. Ja, Metal aus Deutschland, das ist das Thema, dem wir uns heute mal widmen wollen. Und ich freue mich sehr darüber, heute eine Runde zu haben, die wirklich aus musikalischen Repräsentanten sich zusammensetzt. Also wirklich Menschen, die aus Deutschland kommen, aus Deutschland Metal produzieren, aber doch unter diesem einfachen Label so völlig unterschiedliche Musik machen, die unter dem Großlabel Metal eben fungiert. Das wird bestimmt eine sehr, sehr spannende Gesprächsrunde und die möchte ich euch an dieser Stelle natürlich gerne einmal näher vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt der gute Falk und er ist Keyboarder oder Organist, je nachdem, was gerade gespielt wird, bei Powerwolf. Er ist aber nicht nur Musiker, sondern er kümmert sich auch als Bindeglied zwischen Management und Band um alle organisatorischen Belange bei Powerwolf. Falk. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Und für die wenigen Menschen, die jetzt sagen, Powerwolf kenne ich gar nicht, was vielleicht als für die Zuschauer in dieser Sendung sehr ungewöhnlich sein sollte. Wir gucken und hören mal ganz kurz rein in Beast of Jevodan vom aktuellen Album, was vor wenigen Wochen erst released worden ist. Dann wisst ihr mal, wie Powerwolf so klingt. Jo, Powerwolf. Würdest du sagen, jo, dieser Ausschnitt, das ist so repräsentativ für euch, das gibt einen ganz guten Eindruck über euer Schaffen? Ja, absolut. Ja? Also das ist, glaube ich, genau das, wofür wir stehen. Auch den Song haben wir auch als ersten Song ganz bewusst vom Album gewählt, weil er auch die Marschrichtung vorgibt. Ist, glaube ich, auch unsere härtesten Songs auf der Platte. Dazu das Video gemacht und ja, das ist, glaube ich, das, was Powerwolf auszeichnet. Genau das, was man in dem kleinen Ausschnitt gesehen hat. Herrlich, ja. Wenn es euch interessiert, natürlich, ihr wisst, wo ihr euch da tiefergehend mit beschäftigen könnt. Wir machen direkt weiter mit einem weiteren Repräsentanten der musikalischen Szene. Denn zu meiner weiteren Rechten sitzt Jens Peters. Und du bist unter anderem Sänger von Neck Cemetery, einer Heavy-Metal-Band ebenfalls aus Deutschland. Ihr habt letztes Jahr euer erstes Album veröffentlicht. Aber im Hauptberuf bist du eigentlich Redakteur beim Rockhard und solltest dich damit natürlich auch über die gesamte Szene, also auch theoretisch über Heavy-Metal aus Deutschland, sehr gut auskennen. Ich hoffe doch. Ja, Jens, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Das ist wirklich super, denn auch du hast uns eine musikalische Kostprobe mitgebracht in Videoform. Wir gucken mal rein in euer aktuelles, oder ja, ganz so aktuell ist es dann vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, immer noch repräsentatives Songchen vom aktuellen Album King of the Dead. Wicked spirits running wild, no resting for the brave. Conquering the realms afar, consume the souls mislit. Follow you to victory, Lord Hail King of the Dead. Ja, ich habe es gerade so halb vorweggenommen. Ich würde sagen, es ist repräsentativ für das Album. Ihr habt eins rausgebracht bisher. Wie siehst du das? Klar, ne? Also schon in gewisser Weise war unsere erste Single, die wir veröffentlicht haben, also beziehungsweise die erste Single von dem Album. Also kann man schon sagen, dass das repräsentativ für das Album ist. Wir stecken uns ja nicht in ein ganz so enges Korsett. Ne? Wir haben relativ viele Einflüsse aus allen möglichen Genres drin. Aber ja, doch, kann man sagen. Aber ist schon ein bisschen so Bottomline Heavy Metal. Klar, absolut. So klassisch, ne? Ja. Ich meine, finde ich auch witzig, dass immer so zwei, auch optisch, so zwei völlig unterschiedliche Ausprägungen, ja, so ein bisschen Probenraumromantik, ne? Und so ein bisschen so das oldschoolige, straßenkredible und ihr natürlich bewusst so eine auch als Kunstfiguren euch inszenieren. Ne? Das ist natürlich auch das Stück
das Image von Powerwolf, was wir da verkörpern, auch diese Bildgewalt, die wir transportieren wollen, aber das ist jetzt kein Werturteil. Also das ist ja einfach ein anderer Ansatz. Klar. Ich glaube, du hast ja gesehen, ich habe auch gerade genauso mitgewippt bei deinem Stück. Also das ist einfach ein, ja. So sollte es auch nicht verstanden werden, sondern einfach nur, das ist einfach nur witzig, wenn, weil gerade ja viele Außenstehende, die sich mit Metal nicht so beschäftigen, das alles so in einen Topf werfen. Hm. Und das waren jetzt einfach schon so in jeder musikalisch, also auch optisch, so völlig verschiedene Ausprägungen und das überhaupt nicht wertend gemeint. Es ist ja schön, dass sich jeder so die Blumen aus dem Strauß picken kann, auf die man Bock hat. Und wir haben natürlich noch eine weitere Blume in diesem extrem üppigen Bouquet. Zu meiner Linken sitzt nämlich Fuchs und er ist Sänger bei den Apokalyptischen Reitern und er hat die Band 1995 auch mitgegründet, also schon einige Jahrzehnte mittlerweile am Start. Und ihr habt im Juli euer aktuelles Album The Divine Horseman veröffentlicht und auch da hören wir und schauen wir mal in einen Song rein. Tiki heißt das Ganze und so klingt's. Ja, wieder eine ganz andere Kiste. Und ich glaube, bei dir muss ich es gar nicht fragen, weil jeder, der euch ein bisschen kennt, das ist jetzt nicht so der Hauptnenner, auf den man euch reduzieren kann musikalisch, ne, was wir gerade gehört haben. Nein, da ist natürlich viel Reitergeist mit drin. Und das, sag ich mal, das ist die rohe, unverstellte Energie, weil das sind alles keine Kompositionen, sondern es ist ein reines Improvisationsalbum. Und ihr macht ja auch ganz andere, also auch wirklich musikalisch völlig andere Dinge, ne? Dass man jetzt denkt, alles klar, diese eher heftige Seite von euch. Das ist halt sicherlich sehr oldschool, aber es sind auch 12-Minuten-Stücke auf der Platte und die Platte funktioniert als Gesamtkunstwerk und nicht über einzelne Songs. Ja, also hört gerne mal rein. Ich finde es total interessant, aber ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich ihr im Laufe eurer Karriere euch irgendwie musikalisch immer wieder präsentiert und erfunden habt. Und ihr seid deutlich enger, und das meine ich jetzt auch nicht wertend, ne? Aber eben so ein bisschen mehr eben eurem Bild, was ihr von Powerwolf und mit Powerwolf machen wollt, treu geblieben? Ja, das kann man so sagen. Natürlich haben wir das auch entwickelt über die Jahre. Auch 2005 das erste Album bis heute. Aber ich sage auch relativ klar, dass wir unsere Trademarks gefunden haben. Und die können wir auch ganz gut. Die bedienen wir dann auch ein Stück. Das ist auch so ein bisschen etwas, wo ich immer sage, beim Song grundsätzlich, wenn ich was verändere am Song, muss das Sinn haben für das Lied oder auch für die Band oder für den ganzen Ansatz. Wenn du aber denkst, wenn du als Künstler sagst, das ist der Song, der muss so sein und der klingt nach Powerwolf, dann bin ich damit völlig zufrieden. Und wenn es dann zu Edmarks aufgreift, die wir haben, so what? Das ist unser Stil. Dafür muss man sich eigentlich nicht schämen. Das ist immer überhaupt nicht. So das ist mal so in der Sinne, so der Vorwurf von, ja, das klingt ähnlich, aber das, ich meine, stell dir mal eine Konversation zwischen zwei AC/DC-Fans vor und dann kommt ein Album, das klingt ganz anders. Und dann sagt der eine zu dem anderen, hast du nur AC/DC gehört? Ja, und wie findest du es? Das ist ja gar nichts. Die klingen ja gar nicht mehr wie früher. Und die andere Konversation wäre, wenn es gleich klingt, was es ja immer tut, was gut so ist, dann sagen die gleichen Interviewpartner oder die Jungs zueinander, hast du das neue Album gehört? Ja, geil wie immer. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe das total. Ich finde, bei euch hat man ja wirklich so ein bisschen den Eindruck, vom Namen her und wenn man durch die Alben guckt, dass sich halt so gewisse Themen und Trademarks von Anfang an, die ihr möglicherweise rausgebildet habt, um auch vielleicht, das ist so meine Vermutung, bewusst zu sagen, wir wollen uns als Band von Anfang an auch in so einem bestimmten Bereich positionieren, uns unser Feld ein bisschen abstecken, sowohl optisch als auch thematisch, und das im Idealfall dann erfolgreich weiter rausbilden. Wobei ich sagen muss, das war noch nicht das Bild, was du heute von Paulus siehst, war noch nicht da, als wir da anfingen. Wir hatten irgendwie damit angefangen, auch wir wollten auf jeden Fall geschminkt auf die Bühne, wir wollten eine Show machen, wir wollten Dinge so gestalten, die für eine Power-Metal-Band in der Form seltener war. Und über die Jahre hat sich das verfeinert einfach. Das war natürlich, wenn du die ersten Outfits ansiehst, die wir dann selber gezimmert haben. Und so hat sich das alles entwickelt. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Konzept sich weiterentwickelt oder diese Idee. Und aber grundsätzlich ist das schon so unser Feld. Ob das jetzt abgestecktes Feld ist oder nicht, das, ja, vielleicht haben wir das so ein bisschen auch besetzt einfach. Ja. Aber es ist eben nichts, und das klingt ja schon mit, dass wo du jetzt sagen würdest, was kann ja vielleicht auch mal ein Fluch irgendwann werden, dass man sagt, die Erwartungshaltung ist so präzise und konkret und man möchte sich vielleicht mal aus diesem Korsett befreien. Aber als Limitierung, das höre ich jetzt so raus, nimmst du das nicht wahr? Ja, was heißt Limitierung? Ich finde das natürlich nicht ganz einfach, wenn du einen Stil entwickelt hast, da auch was abzuliefern, was deinen eigenen Ansprüchen genügt. Und so ganz ist es ja auch nicht, dass du sagst, das Band, jetzt machen wir immer nur dasselbe, du willst ja auch was weiterentwickeln.
Aber du merkst natürlich auch im Songwriting, was kann die Band, was können wir, womit fühlen wir uns einfach wohl. Und wir merken auch bei Songs, die wir dann schreiben, wo wir denken, das ist mal ein bisschen anders, dass wir irgendwie so, es fühlt sich irgendwie so ein falsches Hemd. Und dann ist es nicht authentisch. Und das ist für uns immer der Riesenanspruch, ja. Sodass wir das glaubhaft und ernst und ganz ehrlich spielen, so wie wir es machen. Und, aber ich schließe jetzt auch nicht aus, dass Songs mal entstehen werden, die ganz anders sind. Also ich habe halt hier gerade von Fuchs gehört, 12-Minuten-Song, das hat mir dann auch irgendwie so im Vorgespräch schon, wo ich dachte, könnten wir eigentlich auch mal machen. Also so eine epische Nummer mal angehen, anstatt jetzt irgendwie die kürzeren Nummern, die wir in letzter Zeit schreiben. Ich meine, wenn ihr damit glücklich seid sozusagen und es gut ankommt und erfolgreich, dann ist ja alles, ist doch super. Also da kann man ja, das Schöne ist, als Musiker, ich glaube, das kannst du bestätigen, du kannst ja eigentlich machen, was du möchtest am Ende. Ja, aber bei euch man muss, genau. Man muss, ja. Na, Künstler, sie müssen sich entwickeln für mich, sonst hat es keinen Sinn. Also sonst reicht die erste oder die zweite Platte und das Ja, du hast ja eben im Vorgespräch gesagt, eben, dass die aktuelle Scheibe, weil ich so meinte, das ist euer neues Album, das, ja, ist ja nicht so ganz so ein regulärer Release, sondern es ist eher ein Geburtstagsgeschenk an euch selbst. Genau, so war das mal geplant. Ja. Das Projekt gibt es ja auch schon 10 Jahre, sag mal. Und dank dem bösen C-Wort, das nicht ausgesprochen wird, war es jetzt einfach mal so weit. Ja. Und 25 Jahre Reiter kamen noch dazu und so. Aber wie fühlst du das? Ich meine, wenn man bei euch einfach mal quer hört, was ihr alles so gemacht habt, sowohl musikalisch, stilistisch, welche Einflüsse mit reinkommen, ihr wechselt die Sprachen, also da kommt ja sehr viel zusammen und deswegen meinte ich das vorhin auch so, wie repräsentativ ist das, was wir gerade gehört haben. Für den ist Augenblick das, ist es 100%, ja. 100% authentisch, 100% ehrlich repräsentativ. Es ist natürlich nichts, es ist ja praktisch das Gegenteil. Metal ist ja auch eine sehr feine und sehr strukturierte Musik. Hat doch ein bisschen was mit Denken zu tun. Und das ist sozusagen das Gegenteil. Das ist das absolut Instinktive, was im Augenblick rauskam. Aber das sind so Sachen, geht ihr denn auch so an eure Entwicklung ran? Wir gucken, wie wir uns fühlen und wie wir das ausdrücken können. Und dann ist es mal so, mal eher so. Ja, wir haben ja kein starres Korsett, sage ich mal. Das ist ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir relativ freigeschwommen sind, kreativ. Und das ist einfach toll. Wenn man wie du schon sagst, machen kann, was man will. Und mittlerweile ist es ja, akzeptieren die Leute das auch als Konzept und finden das gut. Und wenn wir ein Album machen, was so klingt wie das Vorgängeralbum, regen sich unsere Fans zum Beispiel auf. Okay, aber das heißt, eure Fans erwarten dann eben auch die Häutung der Schlange immer mal wieder, so ein Chamäleon-Effekt. Genau. Ja, okay. Ja, und so funktioniert das ja auch, was die Inspirations. Das ist immer sehr von vielen persönlichen Dingen abhängig, die natürlich im Laufe der Zeit passieren, was. Aber man sucht sich auch ganz konkret. Also wir sind ja mal ganz, wir sind weggefahren. Wir haben mal eine kleine Tour durch die USA gemacht. Wir haben dazu gerade die Crew noch mit eingeladen, um so ein Familienverhältnis zu schaffen. Ne? Oder ich reise ja auch viel, treffe mich mit vielen verrückten Leuten und es ist einfach ein Einfluss. Das läuft einfach immer so weiter. Wenn es mal nicht läuft, dann mache ich das sogar mit Absicht. Also ich finde das total schön, dass du das sagst, weil man ja oft in Interviews die Frage gestellt bekommt, welche Bands beeinflussen dich für dein Songwriting? Mhm. Und ich antworte sehr oft, also für mich persönlich ist es so, wenn ich auf Tour bin, wenn ich mit vielen Leuten spreche, wenn ich viele Eindrücke sammle aus den Städten, was so passiert, dann ist es nicht direkt ein Lied. Aber das hat irgendwann, wenn man sich mal hinsetzt, dann hat man so ein Gefühl in sich, was man aufgesogen hat. Ja. Und ich bin fast ein bisschen neidisch auf eure Tour mit eurer Crew in die USA und so. Weil genau das die Dinge ausmachen, die natürlich in deinem musikalischen Können und Kreativität nicht jetzt direkt zu einer Note führen, nenne ich es mal, aber zu einer Situation, die dich einfach. Exakt. Das kommt später raus. Genau. Ja, genau. Und das finde ich total spannend. Vielleicht sollte ich auch mal noch mal irgendwie mehr reisen. Ja, ich meine, ihr habt ja alle hoffentlich bald wieder die Möglichkeit, mehr von der Welt zu sehen, mit gutem Gefühl und mehr Eindruck aufzusaugen. Ja, natürlich. Aber Jens, einmal auch zu dir kommt. Du bist sozusagen musikalisch gesehen mit deiner Band jetzt hier sehr der. Ihr habt eure ersten Sporen mit dem ersten Album jetzt sozusagen. Der Frischling. Verdient. Genau, du bist der Frischling. Und du kommst ja von der schreibenden Zunft. Mhm. Inwieweit hat euch oder auch dich das jetzt bei der Bandgründung und Findung irgendwie beeinflusst, sodass man sagt, hey, wir wollen musikalisch in die Richtung gehen, wir wollen das und das Image oder das Bild verkörpern? Oder ist das auch erstmal ein weißes Blatt? Überhaupt nicht, würde ich sagen. Ne? Im Grunde genommen machen wir einfach das, wo wir Bock drauf haben. Und ich meine, klar, das ist jetzt unsere erste gemeinsame Band, aber wir waren vorher alle schon in anderen Bands aktiv, ne? Teilweise auch schon zusammen. Also unser Schlagzeuger Lukas und unser einer Gitarrist Boris haben schon jahrelang zusammen in einer Band gespielt. Jörg und Matti sind uralte Kumpels, die immer schon mal was zusammen machen wollten. Ich kenne den Jörg wieder jahrelang und so. Und ja, wir haben irgendwo so einen gemeinsamen Nenner gefunden und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Ne? Und wie gesagt, also wir setzen uns da nicht so enge Grenzen. Wir haben alle relativ verschiedene Einflüsse. Ich sag mal, grob gesagt geht's von Hair Metal über Heavy Metal bis hin zu Thrash.
Ne? Und irgendwie kommt das alles in einen Topf und das, was wir machen, kommt halt dabei raus. So. Mhm. Aber wir sagen jetzt nicht, oh, dieser Song, der ist uns jetzt aber zu heavy, wenn da jemand eine Idee hat, sondern machen dann einfach. Ne? Wie viele Punkte hat denn euer Debüt beim Rockhard bekommen? Du hast es ja wahrscheinlich nicht selbst geschrieben. Natürlich, ja. Das wäre es noch. Ja. Am besten noch Interview mit mir selbst führen, genau. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Es war irgendwas um die 8, meine ich. Aber von 10 maximal, ne? 8 von 10, genau. Ja. Aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Monate her. Klar, ne, ist so eine Sache, wenn das eigene Album dann in einer eigenen Zeitschrift besprochen wird. Aber zum Glück haben es ja dann auch andere Zeitschriften besprochen und auch nicht schlechter, muss man dann sagen. Ja, ja, das habe ich so beim Querlesen auch wahrgenommen. Genau. Das ist durchaus sehr wohlwollend aufgenommen. Mhm. Ja. Schrotet sich ja auch ganz gut einen weg. Aber eben. Danke. Ja, aber lasst uns noch mal wieder zum Kern kommen. Also klar, wir haben jetzt schon über das gesprochen. Wir haben drei Vertreter von drei Metal-Bands aus Deutschland, die ja unterschiedlicher möglicherweise kaum sein können. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Blumen im Strauß. Aber lasst uns mal ein bisschen konkret werden, um ja mit einer charmanten Eingangsfrage, obwohl wir schon mittendrin sind, den Talk ja mal in diese Spur zu lenken. Und zwar Bands aus Deutschland. Eure persönlichen Lieblingsbands aus Deutschland, aus dem Metal kommen. Ich gehe hier einfach mal Reihe um und Fuchs, ich fange bei dir an. Also als erstes würde ich Creator nennen. Und dann gab es ja als DDR-Kind noch sozusagen die Ost-Metal-Szene, die natürlich komplett anders aussah. Da würde ich eine Band nennen, die nennt sich Menace. Die kennt hier kein Schwein wahrscheinlich. Und du kennst sie. Die sind bei uns zu Hause Volkshelden. Das ist auch die Band, die ich am meisten in meinem Leben live gesehen habe. Und dann eine Band, die eigentlich eine Punkband ist, aber immer sehr metallisch war. Die ist eine Berliner Band, die nennt sich die Skeptiker. Oh, die kenne ich. Und wenn es unterm Auto kracht, nützt es gar nichts, reich zu sein. Denkt sich das fette Bonzenschwein. Ja, sehr gut. Cool, dass ich das mal sagen darf. Wenn das nicht schlecht. Weil ein Kumpel von mir die rauf und runter gehört hat und ich habe die mitgehört und habe mir diesen Satz gemerkt, den habe ich auf Schulbänke gekritzelt. Das weiß ich noch sehr gut. Das sind ja Verbindungen hier. Ja, sehr geil. Ja. Das freut mich total, dass du die das nennst. Ja. Cool. Auch so eine Band, die im Osten ganz viele kennen und am besten fast gar nicht irgendwie. Ja, aber du hast noch einen dritten Kandidaten. Jetzt bin ich gespannt. Waren es drei? Hatten wir? Oh, stimmt, wir hatten drei. Ja. Ja, krass. Ich hätte auch noch einen vierten oder einen fünften oder sechsten. Oder 300 vielleicht. Ja, bleiben wir erstmal bei dreien. Also, Creator natürlich der größte Name im Portfolio. War so eine Initialisierung irgendwie. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind im Bett lag. Ich glaube, HR1 oder so, kann das sein? Ist das ein Radiosender? Mhm. Wir durften ja offiziell nicht Westfernsehen oder links gucken. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, ich hatte so einen Sack Kassetten geschenkt bekommen. Das war zu DDR-Zeiten ein unglaublich großer Schatz von dem Ex-Freund meiner Schwester. Der hat gesagt, willst du das haben? Also so eine Kassette hat zwischen 20 und 30 Ostmark gekostet. Und da war so die Purple drauf, AC/DC, sonst irgendwas. Und fand das geil und dachte immer, Mensch, kann der Typ mal richtig rumschreien? Und dann kam diese Sendung mit Creator, Endless Pain war das, was vorgestellt wurde. Und das war ich habe es nicht begriffen, aber ich fand es faszinierend. Ich musste es immer wieder und immer wieder und immer wieder hören. Da war ich verloren sozusagen. Also war so ein kleiner Erweckungsmoment tatsächlich. 100% für dich auch, absoluter Wahnsinn. Ja. So viel Krach, so viel Lärm hatte ich noch nie gehört. Und auch so diese Aggression, dieses Gerumpel. Fand ich großartig. Ich finde das irgendwie die Vorstellung, dass wann Endless Pain war, Mitte 80er, war das? 86. Ja. 86, ja. Irgendwie im HR1. Endless Pain irgendwie. Ja, das ist auch. Es gab eine Metal-Sendung. Ja. Also ich gebe jetzt keinen Brief und Siegel, das ist wirklich, es war irgendein HR-Sender, glaube ich. Ja, geil. Ja, schön. Also auf jeden Fall, ja, ein Moment. Und würde auch sagen, hört man ja auch so ein bisschen raus dann durchaus noch diese Initialzündung vielleicht so in der Härte, in den schnelleren, raueren Momenten. Das wurde ja immer schlimmer. Wir haben ja dann, es ging ja so weit, dass wir konnten ja auch noch keine Musik machen und haben sie ja trotzdem gemacht. Da haben wir angefangen. Also es ging ja dann weiter mit diesen Grind- und Noise-Bands. Da gab es ja Festivals bei uns, da wurde die Band 2 Stunden vorher gegründet. So, auf sowas haben wir gespielt. Da haben wir auch Handwerk gelernt, ganz viel. Nicht das musikalische Handwerk, aber wie man Leute unterhält. Das war irgendwie wichtig. Das ist eigentlich auch ein Thema mal für eine eigene Sendung. Weil das, ich glaube, da macht man sich gar kein Bild von, ne? Unter so limitierten Möglichkeiten, sowohl von den Einflüssen als auch technisch gesehen, so eine Ausprägung zu finden. Ne? So eine, ja. Aber trotzdem, wir bleiben bei dem Großthema Bands aus Deutschland. Jens, machen wir bei dir weiter. Was sind so deine drei großen Metal-Bands? Ja, super schwierige Frage, weil sich das immer mal wieder ändert. Ich meine, und es gibt halt auch so viele, mit denen ich dann aufgewachsen bin, so als Kind der 90er. Ne? Ich bin ja Jahrgang 81, Teenager in den 90ern. Angefangen hat für mich dann alles so
in Deutschland mit Blind Guardian, würde ich tatsächlich sagen. Deshalb muss ich sie jetzt eigentlich mit nennen. Also die Imaginations und die Nightfall waren die ersten beiden größeren deutschen Metal-Alben, die ich gehört habe. Dann bin ich Riesenfan von Atlantean Codex. Ist eine bayerische Epic-Metal-Band. Super. Kann ich nur empfehlen. Und dieses Jahr haben Lunar Shadow ein neues Album veröffentlicht, auch aus Deutschland. Auch super. Aber auch wieder was ganz, ganz anderes. Haben so als Epic-Metal-Band angefangen. Machen inzwischen eine seltsame Mischung aus Post-Rock, Indie, Epic-Metal, Black-Metal und. Aber super spannend. Mhm. Okay. Gegebenenfalls reinzuhören, sagt mir jetzt nichts. Aber Das ist auch nicht weiter dramatisch. Denn hier freue mich immer selber, dass ich mich jetzt total spannend weiterbilden kann. Mhm. Musikalische Anreize bekomme. Kommen wir noch zu dir, Falk. Ja, also Creator wurde schon genannt. Das war in meiner Thrash-Metal-Phase. Das fing bei mir an mit der Extreme Aggressions-Platte und dann die Coma of Souls. Hatte meinen damals Bundeswehr-Army-Rucksack mit People of the Die-Song-Texten beschrieben. Kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und dann gab es irgendwann mal Mille bei der Sendung, wer kennt den noch, Der heiße Stuhl bei RTL mit Olaf Kracht. Heavy Metal ist Teufelswerk. Und war ja, also derjenige, der das gesagt hat, war auf dem Stuhl und Mille war auf der anderen Seite. Und hat halt erzählt, dass das nicht so ist. Das fand ich großartig. Mille spricht meinen. Das fand ich so gut. Und hat mich ja noch mehr so rangebracht an dem, ja, der sagt den Leuten, wie es aussieht. Und auch diese politische Ausrichtung, die er dann auch durchaus vorangebracht hat, das fand ich großartig. Dann aktuell finde ich jetzt eine Band hier aus Hamburg, Lord of the Lost, fantastisch. Bin ich totaler Fan geworden, auch was dieses ganze Make-up und dieses Show-Konzept angeht. Finde ich richtig cool. Und dann nenne ich jetzt einfach In Extremo, weil wir so oft schon zusammen auf Festivals waren und uns gut kennen. Und dann ist man noch mal so ein bisschen näher an der Band dran. Mhm. Das wären jetzt so aktuell meine drei, aber ich gebe der Runde recht, man kann natürlich noch mehr Bands nennen. Das ist aber wirklich krass. Ich habe auch mal versucht, mir so eine Art von mich selber so als Gedächtnisstütze, so eine Art Kleinliste zu machen, so mit den wichtigsten oder größeren Bands aus Deutschland und habe dann schon gemerkt, mir geht das Papier aus, weil das ist einfach nicht zu fassen. Und es gibt einfach unglaublich viel, was kommt. Gibt es denn sowas, Jens, ich meine, weil du die Szene jetzt ja auch so journalistisch irgendwie mitbetreust, gibt es sowas wie bei all der Unterschiedlichkeit, sowas wie einen gemeinsamen Nenner, wo man sagen würde, das ist irgendwie deutscher Metal-Musik typisch? Tja, ich würde sagen, heutzutage schwierig, weil die Szene wirklich so super weit aufgestellt ist. Ne? Ich meine, in den 80ern sah das sicherlich noch anders aus. Und wenn man jetzt von den Dinosauriern aus den 70ern mal ein bisschen weggeht, von den ersten, jetzt Accept und die Scorpions, um nochmal zwei zu nennen. Ne? Ich meine, schon in den 80ern hat es im Grunde genommen so zwei Stoßrichtungen, in die es ging. Nur hat's einmal den Teutonen-Trash quasi, ne? Mit Bands wie Sodom, Destruction, Spear war ja auch neulich bei euch hier. Creator natürlich, Tankard, Holy Moses und so weiter. Gleichzeitig hattest du aber die auch sehr schnelle, aber sehr melodiöse Sache, sowas wie Halloween und dann später auch Blind Guardian, später Gamma Ray und so weiter. Running Wild, Gravedigger, ne, die so eine ganz eigene, diese deutsche Speed-Power-Metal-Schiene aufgemacht haben. Ja, und in den 90ern, ich meine, kamen dann noch ganz, ganz andere Einflüsse dazu. Dann hattest du die neue deutsche Härte, was ja auch irgendwo Metal ist, wo dann aber wieder diese Industrial und Einflüsse dazu kamen und Techno-Einflüsse auch mitunter, Mittelalter-Metal und so weiter. Naja, und heute hast du alles. Du hast vom Text spielte plötzlich eine Rolle, weil es ja deutsch war. Das war auch was. Genau, ne? Mhm. Ja. Was Neues. Ja. Ne, und heute hast du von Glamrock bis Black Metal alles in Deutschland. Mhm. Deshalb, also jetzt heute dann noch ein Trademark auszumachen, finde ich schwierig. Zumal sich deutsche Bands natürlich inzwischen auch sehr viel aus dem Ausland inspirieren lassen und umgekehrt ja auch. Finde es auch amerikanische Acts, die von Running Wild inspiriert sind und so weiter. Ne? Ja, dass Metal-Bands im Ausland ja einen riesen Stand haben und es da ganz viele Klassiker gibt, die ja hofiert werden teilweise. Das ist ja, also dass Deutschland einen ganz maßgeblichen Teil zur internationalen Metal-Szene ja beigetragen hat oder auch aktuell beiträgt. Das ist Heavy Metal. Ungenommen, ja. Aber würdest du oder würdet ihr sagen, also diese Entwicklung von Heavy Metal für deutsche Bands, ist das, hat Deutschland da sozusagen irgendwie einen eigenen Weg gefunden oder ist das eigentlich so analog zu der Entwicklung von Metal auch in anderen Ländern vergleichbar? Also dieses Ausdifferenzieren. Ich würde sagen, also Deutschland war schon gerade in Europa relativ stilprägend. Ne? Aus dem deutschen Power Metal ist ja dann auch viel europäischer Power Metal. Ich meine, die Italiener und die Skandinavier haben es ja dann mitunter auf die Spitze getrieben. Ne? Würde es mir sicherlich ja auch zustimmen. Ja, ich bin gerade im Überlegen, wie ich diese Frage einordne. Es ist, ich will es vielleicht ein bisschen anders aufziehen sogar. Ja, bitte. Wenn man sieht,
ich spreche nicht gerne von Märkten, aber wenn man sieht, wie viele Metal-Fans in Deutschland sind, dann ist es weltweit einer der größten Märkte. Also die meisten Fans sind in Deutschland. Und wenn du schaust, wie viele Bands verdammt viel in Deutschland spielen und andere Länder auslassen, dann hat das ja auch damit zu tun, dass hier viele Metal-Fans sind. Ja. Das ist wiederum auch so ein Kriterium. Ich hatte eine andere Frage in einem Kontext gestellt bekommen, im französischen Interview. Ich nenne mir mal eine andere Band aus der Gojira aus Frankreich. Und da muss ich echt, ich glaube, Lautner sind Japaner. Aber ich muss echt wirklich überlegen, in Frankreich so, es war gar nicht so einfach. Ja, und die haben so geile Bands. Ja. Die Szene ist Wahnsinn. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das denn? Weil die irgendwie mir so ein bisschen, ich will nicht sagen, Vorwurf gemacht haben. Das war nicht ein Vorwurf, eher so die Frage, ja, aus Deutschland kommt hier so viel Gutes. Aus Deutschland haben wir so viele erfolgreiche Bands. Das ist ja der Hammer. Aber warum ist das bei uns anders? Und ich konnte ihm keine Antwort geben. Ja. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn du hier anfängst und gewisse Trademarks hast, einen gewissen auch vielleicht auch einen Unterhaltungswert, sag ich mal, oder was transportiert auf der Bühne, wir haben vorhin über Unterhaltung erlernen gesprochen, was du sagtest, dann ist das vielleicht auch ein Land, wo einfach viele Leute dem zugewandt sind. Ja. Und da kannst du in deinem eigenen Land auch wachsen, sag ich mal. Witzigerweise war es mit meinem Bundesland eins der, wir kommen ja aus dem Saarland, da wurden wir als letztes irgendwie erfolgreich. Das war eher so ein bisschen das Land, das uns so ein bisschen schwerer gemacht hat, so in der Wahrnehmung. Aber vielleicht ist das so eine Erklärung, dass deshalb viele, viele mehr Bands in Deutschland entstehen können. Und wir reden hier nicht von Förderung, was andere Länder vielleicht sogar besser machen, wie Schottland oder Irland oder. Darüber können wir nachher auf jeden Fall auch nochmal reden, weil so wirkt das ja ein bisschen, es ist so aus der es kommt gut an und daraus erwächst Inspiration und kommt die nächste Generation und treibt es weiter voran. Also wirklich sehr so aus sich selbst herausgewachsen. Förderung können wir nachher gerne auch noch mal ansprechen, inwieweit da Deutschland ein guter Boden ist oder eben auch nicht. Aber das fand ich ein total interessanter Punkt. Habt ihr da andere Erklärungsansätze vielleicht dafür, dass es in anderen Ländern, Stichwort Frankreich, oberhalb des Radars so nicht so populär ist oder eben Metal nicht so wahrgenommen wird als, ja klar, Metal aus Frankreich, das ist international. Ja, da gibt es tausend Gründe, glaube ich. Wenn ich frech sein würde, würde ich sagen, es geht mit der Erbfeindschaft los. Nietzsche hat mal gesagt, der Franzose hat die Kreativität in seine Kultur integriert und französische Bands sind meistens sehr kreativ und der Deutsche liebt die Marschmusik. Er hat er nicht gesagt. Nee, Masshysteria ist zum Beispiel eine Band aus Frankreich, die ich jedem ans Herz lege. Absoluter Wahnsinn. Also Monster, fette Riffs, tief gestimmt, so eine Industrial-Band, aber mit Hip-Hop-Gesang. Unglaublich. Kennt ihr die? Schon mal gehört? Die Band, den Namen kenne ich, aber. Also die spielen Hellfest, Headliner, sowas. Ja, die sind doch groß. Ich glaube, daher kommen wir. Aber so. Die kriegen komischerweise hier natürlich auch wieder, wie das immer so ist. Ja, aber so ist es ja schon mit Gojira, die momentan ja die größten sind irgendwo aus Frankreich. Ich meine, selbst die sind natürlich hierzulande nicht so populär wie in ihrer Heimat. Ne? Jetzt könntest du ja sagen, zum Beispiel in Deutschland gibt es halt mehr große Festivals, Summer Breeze, Wacken, Rockhards etc. Aber wenn du in Frankreich dir hinschaust, naja, es gibt das Motokultur, das ist auch nicht klein. Es gibt das Hellfest als das, was es gibt. Also die Frage steht immer noch so im Raum, die ja an mich gestellt wurde, warum ist in Frankreich weniger diese Band entstanden? Und ich habe, glaube ich, wirklich gar nicht so eine richtige Antwort. Anderes Lebensgefühl, glaube ich. Ja, also wenn ich in Südfrankreich war, jetzt gerade 6 Wochen in Südfrankreich, ist ein bisschen ein anderes Lebensgefühl. Ich muss sagen, da geht es mir ja selber so, dass ich da im Fluss sitze und denke, oh, jetzt ziehe ich mir eine nette Reggae nochmal rein. Jetzt mal nichts leer. Klar, dass sich der Ruhrpott so als Arbeitergegend in den 80ern natürlich gut mit Birmingham identifizieren konnte, ist natürlich verständlich irgendwo. Das sind ähnliche Verhältnisse gewesen und klar hat man dann. Aber dann hätten wir den Sprung zu England mit New Wave of British Heavy Metal, mit England, wo dann auch viele Bands entstanden sind aus dieser Szenerie. Da hätten wir vielleicht so eine kleine Antwort, wenn gewisse Musik auf fruchtbaren Boden fällt, einfach auf Gegenliebe, sag ich mal, dass das auch die Leute dann antreibt. Also es kann ja auch irgendwie so ein bisschen zusammenhängen. Ja. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, zum Beispiel bei den großen Scorpions, also ich wüsste jetzt nicht, dass sich eine Band gegründet hat, um ähnlich wie die Scorpions zu klingen. Also, vielleicht korrigiert mich, aber ich wüsste. Das sind die Bands, die heute keiner mehr kennt. Das kann natürlich immer so sein, ne? Ja, also bei Maiden oder so weißt du jeder. Wir klingen halt ein bisschen wie Maiden und so. Ja. Aber ich mache so eine Mischung aus Scorpions und frühe Halloween. Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja, also machen wir eine Band. Geht sofort. Ja. Ich habe schon eine Show, genau. Okay, alles klar. Ja, aber ich meine, klar, für die Pionierzeit so ein bisschen dieses, wie du es gerade gesagt hast, Ruhrpott, also als eine Keimzelle dafür, dieses Rebellentum, dieses Auflehnen, dieses gegen das System sein. Ist das denn heutzutage noch ein Faktor in Deutschland? Denke ich schon. Ja? Es ist natürlich aufgeweicht.
Also wenn im Duschbad Black Metal heißt, dann oder Revolution, dann weiß man, dass das Wort seine ursprüngliche Bedeutung sehr aufgeweicht wurde. Das, was verloren gegangen ist und dass es so ein Image ist, was man sich halt einziehen kann oder damit wäscht man sich oder was weiß ich. Aber das gibt es durchaus noch, denke ich. Also du meinst eben auch als Motor, der weiterhin... Das wütende Kind, was in seinem Keller mit der Gitarre rumschrammelt, das gibt es auf jeden Fall noch. Und ich denke ja, dass auch nach dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, eigentlich ist das eine super Zeit für Punkrock-Bands. Müsste wieder losgehen. Ja. Du meinst, weil einfach angestaute Emotionen jetzt künstlerischen Ausdruck finden werden wieder. Ja, das ist sehr interessant. Aber das ist auch natürlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas dazu beiträgt, irgendwie natürlich zu sagen, ich muss jetzt hier mal mich musikalisch ausdrücken, weil es ist so kalt und ich bin schlecht gelaunt oder wie auch immer, dass sowas Einflüsse sind. Und in Frankreich, meinetwegen, wie du es gerade sagtest, das ist ein bisschen entspannter. Da gibt es dann vielleicht diese mehr Harmonie, mehr inneren Bedarf, mehr nicht in der Form zu sagen, mehr Platz, mehr Bildnis, was weiß ich. Sind entspannter. Aber ich denke grundsätzlich, ich habe vorhin öfters von Markt gesprochen oder von Zuspruch. Aber ich glaube, der Ursprung, eine Band zu gründen, da geht es ja gar nicht drum. Das muss jetzt auf jeden Fall gut laufen und dann. Der Ursprung ist eigentlich, ich finde Heavy Metal geil und boah, so eine Bühne wird mir schon mal Spaß machen und irgendwie lass doch mal probieren. Und dieses Wütende, was du sagst, oder ich hab's, wenn ich sowas erzählen darf, aber ich habe früher in die Bürste gesungen, Iron Maiden in meinem Zimmer volle Lautstärke. Wenn meine Eltern aus dem Haus waren, dann wurde irgendwie Vollgas gegeben. Wer denn nicht, ja. Das hast du ja heute noch so in dir. Und ich glaube, das ist ja immer der Ursprung, eine Band zu gründen. Und ich glaube, da ist, wenn wir jetzt wieder auf das Thema kommen, Metal aus Deutschland, gibt es halt einfach viele Leute, die da Bock drauf haben. Und sich zusammenraufen. Und da lobe ich jetzt wiederum mein Bundesland ein bisschen, weil wir sehr klein sind. Wenn ich sage, das ist Inzest, aber da kennt jeder jeden. Und jeder hat mit jedem schon mal irgendwie Musik gemacht. Und das ist sehr klein, aber es ist auch sehr verbindlich. Das finde ich auch so eine schöne Sache. Ja. So nicht nach dem Motto, heute mache ich so, heute mit dem, aber der kam nicht zur Probe. Bei uns war es irgendwann in früheren Bands, wenn der nicht kam, wir wussten, er war saufen, habe ich ihn abgeholt. Ist denn in eurer dann musste der kommen. Ist denn in eurer Wahrnehmung Heavy Metal in Deutschland, also jetzt mal von den Fans abgesehen, ist das denn da was, wo man immer noch sagt, ey, dafür muss man immer noch für Verständnis kämpfen? Oder ist das eben allgemein gegenwärtig ein so wichtiger wirtschaftlicher und kultureller Bestandteil, dass eben damit dieser Aufbegehrfaktor oder wie man ihn auch immer reduzieren möchte, dass der in der öffentlichen Wahrnehmung so gar nicht mehr trägt? Also ich würde schon sagen, das ist schon sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Inzwischen natürlich gibt es einen riesigen Underground immer noch. Aber ich meine, wen erschreckt denn inzwischen ein Langhaariger mit einer Kutte? Ne? So, welche Oma läuft denn da noch irgendwie, der böse Mann wird mich fressen, vor dir weg oder so, ne? Ja. Hatten wir in Rumänien, da haben sich die Leute wirklich, 96 gerade gegründet, haben die Leute sich bekreuzigt, wenn sie an uns vorbei sind. Ja. Ich meine, schon allein durch Festivals wie es Wacken, was natürlich auch eine riesige mediale Präsenz hat und in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird und dann eine Woche lang in jeder Zeitung stattfindet und so, ne, ist das natürlich was ganz anderes als noch vor, auch noch vor 15 Jahren, auch noch vor 20 Jahren. Wobei ich immer noch glaube, dass dieses, wenn man anfängt, Heavy Metal zu hören, sich optisch zu verändern, nenne ich es jetzt mal, das hat immer noch sowas von Abgrenzen. Und ich kenne es von mir heute noch, jetzt habe ich nicht mehr lange Haare, hatte ich aber auch, wenn ich ein Metal-Shirt sehe oder ein Backpatch, dann bin ich schon am gucken, wer ist da drauf und so. Geht und uns klar. So. Ich habe das Bedürfnis, den anzusprechen und so. Ja, und genau. Sagen, hallo, falls du mich jetzt nicht kennst, aber ich bin auch Metal. Ja. Genau. Was? Wir sind die langen Haare, ne? Ja, ich bin und aber auch 20 Kilo schwerer. Und musste damals das Pleasure to Kill T-Shirt musste immer auf links meiner Mama zum Waschen geben. Also jetzt erzähle ich wirklich ganz schön viele Dinge, aber das war schon so ein Motiv, wo mein Vater irgendwann auch meinte, Junge, Pleasure to Kill, was soll das denn hier? Und da war für mich aber der Rückenaufdruck auch so wichtig, die Aussage, die ich da transportiere. Da waren die Bandnamen hinten drauf, ich kann sie sogar noch aufsagen, glaube ich, von Creator. Und das ist auch, glaube ich, heute immer noch so drin. Aber das ist aber natürlich jetzt nicht mehr dieses totale Rebellentum und ich sag's mal salopp, die Menschen gehen dann doch meistens ihrem normalen Job nach oder verhalten sich anständig. Aber das verbindet einen so. Ey, der hat doch ein Summer Priest-T-Shirt an. Ja, so. Weißt du, irgendwie so halt. Aber das muss man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen historisch sehen, dass wir sind ja alle noch Zeitzeugen, auch so, also mehr oder weniger dieser Pionierentwicklung, die ja jetzt dann vielleicht irgendwann das erste Mal so eine Generation hat, wo man dann sagt, okay, höre ich das in 30 Jahren immer noch und wie sieht es dann vielleicht in 50 Jahren so aus? Kräht da kein Hahn mehr nach diesem Schock-Ding oder sich abgrenzen oder irgendwie auffallen und so ein Underground-Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, da ist wahrscheinlich diese musikalische Entwicklung dann auch noch so früh, dass man erst vielleicht in vielen Jahren sagen wird, wo hat sie sich denn dann entwickelt? So, ne? Und jetzt. Ja, wie auch immer, bevor ich mich hier komplett im Kopf und Kragen rede, machen wir eine kurze Werbepause, schnaufen kurz durch und sind gleich wieder da.
Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde Metal Gelöt, heute mit dem Thema Metal aus Deutschland. Wir haben über vieles schon gesprochen und wir könnten über noch viel, viel, viel mehr sprechen. Ein Aspekt, den wir vorhin mal angerissen haben, den würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, und zwar die Sprache. Englisch ist ja in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch so die universelle Sprache, die internationale Sprache des Heavy Metals. Es gibt durchaus Bands, auch in Deutschland, die sich da mit deutscher Sprache mehr versuchen, auch punktuell oder auch umfangreicher oder auch mit anderen Sprachen. Aber warum ist Englisch so dominant, auch heute noch und in einer so großen etablierten Szene wie in Deutschland? Gewohnheit. Gewohnheit? Ja. Alles. Ist Gewohnheit. Und dann gab es sicherlich in Deutschland auch mal eine Zeit, wo deutsche Musik einfach nicht populär war, weil das immer in eine ganz komische Ecke geschoben wurde. Das hat sich ja komplett gewandelt. Mhm. Jetzt geht das wieder. Jetzt hören Leute wieder deutsche Musik. Oder auch deutsche Texte. Aber warum ist die Gewohnheit denn so verwurzelt? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Verweis an die Hip-Hop-Szene machen, der traditionell Mensch, Englisch. Der hier ist. Ja, schon. Aber ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, ist ja die Metal-Musik auch sehr alt und super populär. Und dann meinetwegen die Fantastischen Vier haben dann vielleicht im kommerziellen Sinne mal den Durchbruch für die deutsche Sprache im Hip-Hop gefunden. Mhm. Und du sagst, die Gewohnheit im Metal ist immer noch so ausgeprägt, dass. Ja, das ist wie, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt zu dir, du hast Bauchschmerzen, dann sagt er zu dir, trink zweimal am Tag eine Tasse Tee. Da fängt ja das, ist das schon schwer für dich. Wenn der sagt, hier hast du eine Pille und die ist weiß und die sieht aus wie immer, hier nimm das, dann ist weg. Ja, bist meinst du? Ja. Du bist eher geneigt, die Pille zu nehmen, als die zwei Tassen Tee zu trinken. Aber ich meine, gibt's da, seht ihr das ähnlich? Ist es wirklich eine reine Gewohnheit, die man nicht in Frage stellt? So, bedingt, oder? Aber ich würde sagen, dass so ein bisschen Sprachbarriere bei den Themen, um die es im Metal nun mal auch häufig geht, die ja auch sehr Fantasy und Klischee auch oft sind, jetzt, wenn wir mal von den politischen Themen weggehen, die es ja auch gibt, ist eine gewisse Sprachbarriere natürlich oft auch einfach ein bisschen hilfreich, würde ich sagen. Ne? Also, ich finde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Also ne deutsche Power-Metal-Band, sag ich mal, die mit deutschen Texten über Drachen und Ritter und Prinzessinnen singt, ich weiß nicht, wie sich das so anhören würde, ehrlich gesagt. Mir fällt jetzt auch kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube, dass das auf Englisch einfach cooler wirkt in gewissem Sinne. Also das, wenn man eben vom Dragon genau, das meinte Sword. Ich mit cool, das muss halt cool, für die Leute muss sich das cool anfühlen, anhören. Mhm. Metal ist ja auch ist ja erstmal eine Musikrichtung und eine sehr musikalische Musik. Ja. Und wie da Gesang eingesetzt wird, ist ja erstens auch wieder ganz unterschiedlich. Ja. Hör dir eine Black Metal Band an, Gesang immer schön drin, komplett verhallt, Atmosphäre. Es reicht ja, wenn man ein Wort versteht. Satan, oder? Ja, genau. Was man irgendwie mit. Schön. Ich weiß aber auch, jetzt haben wir jetzt mal 3 Songs auf Deutsch gemacht. Bei dem ersten, als wir den gemacht haben, habe ich gesagt, wir machen das nicht mehr. Dann haben wir einen zweiten, also hatten da so ein bisschen Spaß dran gefunden. Aber da hatte das eine Klangästhetik. Das war für uns ein Grund, die deutsche Sprache zu verwenden. Ich muss den Titel einfach nennen. Glaubenskraft und Stoßgebet sind Worte, die sind sehr deutsch und klingen sehr hart. Ja. Streichholzschächtelchen. Ja, genau. Schmetterling. Ja, absolut. Klar. Und was für eine Sprache. Aber Glaubenskraft übersetzt in Power of Faith oder Power of Belief, dann bist du bei der Herr, ist ein Bilder bei Scorpions, sorry, bist bei so einer Ballade halt. Verstehst du? Das ist so ein anderer Ansatz. Und grundsätzlich fühlt man sich aber, ich glaube, das ist wirklich doch auch eine Gewohnheit, man fühlt sich ein Stück sicherer auf Englisch zu singen, wenn man mit wenigen Worten auch irgendwie die Message rüberbringt. Also das geht im Deutschen auch, aber es ist viel schwieriger, finde ich, in der eigenen Sprache, weil du die so gut kennst, die Feinheiten, was genau. Im Englischen. Es ist auch so eine schöne Singsprache, das Englische. Das ist ja schon, wenn die sprechen, dann klingt das ja teilweise schon gesungen so. Genau. Das ist das ist angenehm vom Hören und vielleicht auch dazu. Es gibt sicherlich auch im Metal-Genres, wo das gut funktioniert mit deutscher Sprache. Black Metal, ne, sagst du ja schon richtig. Neue Deutsche Härte ist ja fast oder eigentlich ausschließlich auf Deutsch, ne? Mhm. Rammstein und Co., klar, Megaherz. Gut, die Mittelalter-Bands. Ja, da funktioniert das auch. Ja. Oder auch international. Bands, die ja komplett auf Sprache und Text verzichten. Ja. Das gibt's ja auch und das fällt auch nicht auf. Das sind auch internationale Bands, die da rumfahren. Weißt du? Aber es ist einfach nur ein Geräusch und der Gesang ist wie ein Instrument eingesetzt. Ja. Ich meine, das ist ja so die Frage, die es dann wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, der englischsprachige Musik hört. Wie nehmen das denn die Menschen in den englischsprachigen Ländern ihre eigene Musik dann irgendwie so wahr?
Wenn wir direkt so eher traditionell vielleicht dieses, oh, das ist eher Ungelenk. Ja. Oder eher vielleicht so Schlager-esk ist typisch deutsch oder sowas. Ja. Aber wie blicken die selber darauf? Stellen die das ähnlich in Frage, weil die ja eben diese Hürde dann nicht haben, dass Dragon und Sword oder so, dass das irgendwie mystischer, ein bisschen fremdartiger und ein bisschen geheimnisvoller klingt, weil wir da nicht vom Drachen und vom Schwert reden und so, ne? Und das passt nicht zu unserem epischen Fantasy-Bild, was wir hier malen wollen. Also super, super interessante Frage, habe ich mir auch schon öfter gestellt, habe ich aber keine Antwort drauf. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ich meine, klar, Rammstein ist natürlich das perfekte Beispiel, dass dann so die klanglichen Eigenarten der deutschen Sprache international dann auch ein sehr enges und klischeeintensives Bild natürlich von deutscher Sprache und damit vielleicht auch Deutschland transportieren, aber dann auch funktionieren können. Ne? Mhm. Selbst wenn da die Sprachbarriere wahrscheinlich ausgeprägter ist dann dem Deutschen gegenüber als das. Aber ja. du hast jetzt die Fantafie, auch wenn es jetzt nicht Metal ist, angesprochen. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob die Band in Spanien oder in Frankreich oder in Russland spielt. Ich weiß es gar nicht. Oder ob das weg ist und auf deutschsprachigen Raum beschränkt ist, weil da nur der Wortwitz funktioniert. Sie ist weg und so. Ja. Das ist so eine Frage, die man sich natürlich stellt. Und aber wie ich es vorhin beschrieben habe, man gründet die Band in erster Linie, wenn man Bock drauf hat. Und dann ist irgendwie gar nicht die Frage, singen wir Deutsch? In erster Linie ist es schon so Englisch. Und wenn du dann irgendwie weitermachst, merkst du natürlich auch, dass du damit in Frankreich oder in anderen Ländern es eigentlich leichter hast, als wenn du Deutsch singst. Das ist logisch. 100%, ja. Ich glaube, wenn du Französisch singst, das ist hier auch eher so, das Englisch bist du gewohnt. Ich glaube, ich muss dir da vollkommen zustimmen. Das ist das, was du verinnerlicht hast, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. So ging das ja mal, das ist ja nicht mit Metal zu tun, sondern überhaupt als die, ich sag jetzt mal, die moderne Musik nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amis hier waren, so ging das ja los. Die haben ja diesen Rock'n'Roll mitgebracht, diese ganze neue, alles was wild und aufregend war. Das war alles Englisch. Ja. Das meinte ich vorhin, von Deutsch wollte ja erst mal Jahrzehnte keiner mehr was wissen. Das steckt immer noch so ein bisschen drin. Also jetzt nicht mehr so, aber. Aber es ist spannend, weil das ist wirklich, ich würde mich mal interessieren, ob wir in 10 Jahren quasi dieselbe Diskussion auf demselben Stand irgendwie noch führen, so wie jetzt. Spannend, ja. Weil es gibt dann ja so Sachen, ich denke jetzt zum Beispiel so Ohrenfeind oder so Bands, die ja schon sagen, wir machen so ein richtig international, also musikalisch erstmal ist es so richtiger so AC/DC-esker, räudiger Rock irgendwie, aber dann mit deutschen Texten. So, ne? Und das passt auch irgendwie, weil sie natürlich dann damit vielleicht Themen besetzen, die zu der Musik dann auch passen und dann eben nicht von irgendwas Mystischem, sondern was Straßenleben hier und jetzt oder so. Oder also Alltagsthemen, die bisschen lebensnah. Sehr lebensnah einfach. Aber ich bin gespannt, ob es da irgendwann mal so einen Türöffner gibt und danach alle folgen und sagen, alles klar, jetzt trauen wir uns auch. Dann nächste Symphonic-Metal-Scheibe mit deutschen Texten und klassischen Fantasy-Themen oder so auf Deutsch zu besetzen. Ja, Deutscher ist ja gerade eine Musikrichtung, die riesengroß ist. Ja. Also, Trend, der irgendwie erfunden wurde oder die bösen Onkels da mal irgendwie eingeleitet haben und danach, nachdem die aufgehört haben, gab es 100 Bands, die irgendwie so ähnlich klingen wollten. Ja. Habt ihr denn mal bei Next Cemetery darüber nachgedacht, ob deutsche Sprache vielleicht eine Option sein könnte? Haben wir tatsächlich schon drüber gesprochen. Ja. Ich würde das auch nicht ausschließen. Also es gibt, wir haben oft ja historische Texte. Es gibt da eine ganz nette Geschichte um eine Hexe aus Bonn. Da wird sich das eventuell natürlich anbieten, aber wer weiß. Die Hexe aus dem Rheingebiet. Das passiert bei mir vor der Tür, ne? Ja. Also da ist dieser mystische, es könnte ein fernes Land sein, vielleicht eine Hexe. Ich habe da so Vorstellungen von Rumänien. Ich meine, ihr arbeitet ja auch mit diesen Bildern des. Ja. Also wir haben hier vorhin über den Beast gesprochen. Ich muss es jetzt einfach auch sagen, wir haben ja den Song auch auf Französisch gemacht, weil dieses Beast von Gévaudan ist halt eine Story aus Südfrankreich. Und dann La Bête du Gévaudan. Und wir leben ja auch in der Nähe zu Frankreich. Und das fanden unsere französischen Fans, die waren im Glück, dass wir das machen. Und ich fand das auch toll, dass wir es gemacht haben, weil jeder fragt uns, könnt ihr eigentlich Französisch sprechen? Wir haben 10 Kilometer zur Grenze, wir sind grottenschlecht in Französisch. Fangen ganz früh an, die Sprache zu lernen und können es nicht. Und mussten uns wirklich auch Hilfe holen, das ordentlich zu übersetzen. Aber da haben sie Leute total gefreut. Vielleicht ist das auch wiederum dieses, wenn ich die eigene Band Deutsch singe. Vielleicht ist es halt irgendwie das, so als Export nochmal. Als Hörer hast du ja sofort einen Zugang. Du verstehst plötzlich, was der singt. Das ist ja eine ganz andere Ebene. Ja, das ist ja auch wie so eine Würdigung, ne? Dass man einfach mal, also finde ich, kann ich schon verstehen, dass man dann denkt, danke, dass ihr mal so was Lokales in Anführungsstrichen einfach mal aufnehmt. Ne? Natürlich. Aber wie hat sich da, wie hat sich euer Sänger da damit geschlagen, das auf Französisch zu singen? Das hat er super gemacht. Ich muss ihn wirklich ganz toll loben. Also wir haben,
Ja, wir hatten schon Hilfe von François vom Rocard aus Frankreich, mhm. Kennst du ja. Du kennst ja vielleicht auch. Ja. Und François Blanc, wir nennen ihn Franz Weiß. Ja, ja auch. Ehrlich, also, ich habe einen Song geschrieben, der heißt Franz Weiß. Ja, fantastisch. Jetzt haben wir ein bisschen Thema. Echt über ihn? Also, ihn also, nicht über ihn, über den Freund, aber er sagt so, oh, bonjour François Blanc. Franz Weiß. Franz Weiß. Was für ein geiler Name. Und Franz Weiß hat uns dann geholfen. Wir haben dann halt schon auch, also diese Aussprache haben wir schon ganz gut drauf. Wir sah Franzosen. Aber es muss natürlich auch dann wirklich ernst klingen, nicht, dass man sich, hallo, es ist ein Problem. Also schon irgendwie ordentlich. Und da haben wir da ein bisschen Hilfe gehabt und das hat Attila hervorragend. Also ich war richtig begeistert. Also, und die Reaktion der Leute war, man hört ja gar keinen Akzent. Das fand ich schön. Und das ist irgendwie witzig, weil wenn wir Deutsch singen, ist eher so die Frage, ihr habt ja einen Song auf Deutsch gemacht. Das ist eigentlich, also, ich meine, wir sind eine deutsche Band. Das ist. Ich muss mir da irgendwie anders nochmal denken, dass man andere Sprache nochmal verwendet. Ich weiß es nicht. Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da für euren Sänger eben so Phrasierung, Intonation und das ist anders, und all das natürlich, ist ganz schön. Klingt ein bisschen weicher, die französische Sprache. Ja. Wie gut sich das dann mit der Aggression, sag ich jetzt mal, oder mit diesen angelegten Emotionen dann irgendwie verbinden lässt oder ob man da mega struggelt einfach. Ich meine, auf der anderen Seite, wir sind eine deutsche Band oder grundsätzlich deutsche Bands haben ja auch teilweise auch, jetzt die Tschechen wieder Scorpions, auch eine sehr German Accent. Ja, also eigentlich sind wir aber fast gar nicht. Ja, macht aber gar nicht. Wird gerade international ja auch eher als charmant betrachtet. Ja. Wer da eher ein Problem hat, sind die Deutschen selbst. Die sagen auch, total. Oh, du klingst aber deutsch. Ja, okay. Velvet Underground, Nico, sagt euch das noch was, wie die gesungen hat? War ja auch ein internationaler Erfolg und das war ja Wahnsinn. Ja. Deutsch ist der Englisch. Englisch, Ich meine, das machen die Scorps. Ich meine, Klaus Meine. Ne? Ja. Aber das ist dann vielleicht auch schon wieder eine Erklärung. Ich muss nochmal auf Frankreich referieren an dieser Stelle. Weil ich muss gerade an was denken. Also, wie ihr so sagtet, ja, die deutschen Bands haben damit mehr Probleme. Ich glaube, im Verhältnis zu Frankreich ist das dann ein Pipifax, wenn Englisch sozusagen dieser Nenner ist. Weil ich erinnere mich selber so, ich komme ja aus dem Games-Journalismus. Mhm. Und ich weiß, wie schwer sich französische Spieleentwickler oder so in englischsprachigen Interviews tun, wie sehr viele das einfach hassen, weil es ihnen einfach sehr, sehr, sehr schwer fällt und sie genau dieses, was ihr gerade sagt, man fremdelt damit und man möchte es nicht und es ist einem irgendwie unangenehm. Und wenn dann eben natürlich Englisch die anerkannte Sprache des Metals sozusagen international ist, dass die Franzosen es da möglicherweise dann einfach noch ein bisschen schwerer haben, aufgrund ihrer Sprachkultur. Ja, werden sie auch weiter haben. Ja, ja, klar. Das ist, in jedem Land gibt es einen gewissen Nationalismus und ich behaupte jetzt mal wieder, bin mal wieder frech, der Franzose hält sich ja insgeheim für die Schöpfungskrone. Ich neige dem auch ein bisschen zuzusprechen, weil die haben echt gutes Essen. Best Catering on Tour. Und der Franzose, die haben ja immer noch, glaube ich, diese Radioquote von 60-40, also dass sie ihre nationalen Künstler spielen. Genau. Also die hören viel mehr nationale Musik als internationale Musik. Ja gut, ich meine, hier ist ja die Quote dann gar nicht mehr nötig teilweise. Ich meine, deutsche Musik hat ja in verschiedensten Genres ja auch einen unglaublichen Push erlebt in den letzten Jahren. Nur jetzt eben nicht zwingend im Metal. Ne? Also da ist vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Naja gut, woran das liegen könnte, kann ja vielleicht dann auch mit Förderung zu tun haben. Ist potenziell ein großes Thema, aber ich finde gerade euer Blick darauf ist sehr, sehr wichtig. Denn wir haben ja festgestellt, wir haben eine lebendige Szene, eine vielfältige Szene. Es gibt unglaublich viele Bands von ganz klein bis ganz groß, verschiedenste Stilistiken. Und da könnte man erst mal sagen, Wahnsinn, Deutschland, du tust richtig viel, um diese Szene am Laufenden zu halten, zu fördern und zu sagen, das ist ein internationales Exportgut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben nicht nur im Probenraum angekommen, sondern eben auch bei denen da oben. So, wie nehmt ihr das denn wahr? Ist man da als Heavy-Metal-Musiker, wenn man sagen möchte, daraus vielleicht einen Wirtschaftscase machen, ist das gut, weil Deutschland sagt, ja klar, hier ist das Formular? Also, dazu erst, wie du magst. Also, ich glaube nicht, dass es so gesehen wird. Also von politischer Seite oder so. Das ist kein Exportgut wie in Skandinavien. Sind wir wieder bei Frankreich. In Frankreich zum Beispiel gibt es eine Künstlerförderung. 40 Shows im Jahr nachweisen, kriegst du erstmal einen Mindestlohn. Das, was du an Gage noch kriegst, ist da auch noch drauf. Irland, wo du als Künstler so gut wie keine Steuern zahlen musst. Das ist auch so ein Ding. Ich meine, man geht eben davon aus, dass der Künstler prinzipiell arm ist. Von mir aus gern. Gibt es viele Beispiele, gibt es in Deutschland nicht. Es gab mal Goethe-Institut, einen Austausch nach China, um da so ein bisschen Wirtschaftsförderung zu machen. Ansonsten ist mir da eigentlich nichts bekannt. Das heißt spielen. Immer wieder spielen, 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 spielen. Harte Arbeit, gute Platten machen. Also es ist dann doch schon der klassische Weg. Also, der ganz klassische Rock'n'Roll-Weg. Ja. Also, ab in den Nightliner und spielen.
Was würdest du dir da wünschen? Oder würdest du sagen, vielleicht ist genau auch das der richtige Weg, um da die Kreativität oder so und die Leidenschaft drin zu behalten? Keine Ahnung. Wünschen? Eigentlich nicht. Also, eine Förderung, also dass man jetzt sagt, irgendeine junge Band kriegt einen Proberaum oder ein paar Dings, das sollen die bitte selber hinkriegen. Das ist irgendwie, ich sag mal, eine Band, die zum ersten Mal in die USA geht oder so. Wie das auch bei den Skandinaviern und bei den Isländern übrig ist, wo die Regierung praktisch die Flüge übernimmt. Mal gucken, was das wird da drüben. Sowas könnte ich mir vorstellen. Steuererleichterung. Hm. Aber so nicht so Basales, dass man wirklich von Anfang an schon sagt, so. Es gibt staatlich geförderte Probenräume beispielsweise. Oder nee, so ja, ich meine, Geigen ist schwierig, weil sowas gab es in der DDR. Ja. Also dieses Einstufungssystem, das kenne ich ja noch. Dass du nur Musik machen darfst, wenn du darfst dich auf die Bühne stellen, wenn du studiert hast. Und wenn irgendjemand von der Regierung gesagt hat, ja, ja, das geht okay. Das würde ja vielleicht in so eine Richtung gehen. Ne? Mhm. Wenn du sagst, die Band, die kriegt jetzt mal 5 Millionen in den Arsch geblasen. Mhm. Weil das ist die staatskonforme, unsere staatskonforme Heavy-Metal-Band, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja gut, das ist natürlich dann extrem, aber klar. Starthilfen für Künstler, Musiker, sowas könnte ich, dass die, wenn jemand, der sich selbstständig macht und sagt, ich mache eine Band auf, egal, also geht es mir jetzt gar nicht um Musiker, dass die Leute nicht gleich nach dem ersten, zweiten oder dritten Jahr abgezogen werden, wenn die zum ersten Mal so viel Geld verdienen, dass es gleich wieder weg ist. Was weiß ich, solche Grenzen hoch. Sowas, dass jemand, der das will, der ärgert, dass er überhaupt die Möglichkeit kriegt, oder eine Idee davon entwickeln kann, ich kann davon leben. Oder es ist ja im Musikbusiness immer so ein Hoch und Runter, rechts, links. Ja, falsch ist ja, also ähnlich. Ich kann mich mit ganz vielen anfreunden, weil ich glaube, sowohl ihr als auch wir haben nie im Bereich Förderung jemals teilgenommen. Es war eher so, wie ich es vorhin erwähnt habe, so ein bisschen der Prophet im eigenen Lande und da muss man es ein bisschen umdrehen. Was mir als Förderung, was ich toll fände, wäre auch so eine gewisse Akzeptanz, dass es einfach Proberäume gibt, die nicht irgendwo da hinten und so nach dem Motto, da komm, da steckt man noch ein paar Bands rein und dann zog ich die noch, also dann verdiene ich ein bisschen was, bevor Büroräume reinkommen, dass einfach so eine Akzeptanz entsteht, auch politisch gewollt entsteht in der Städteplanung, zu sagen, pass auf, hier gibt's Möglichkeiten für junge Bands, dass die da mal anfangen können. Natürlich können die es auch selbst, also am anderen Ende ist es so, eine Band kriegt es auch hin, wenn sie das nicht hat. Das ist so das andere. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Clubkultur in Frankreich, Niederlande, überhaupt Benelux, da guckst du die Läden in Deutschland an. Das sind nicht alles Scheißläden, im Gegenteil, aber da ist schon so diese, der Veranstalter muss die ganze Peripherie reinbringen, der braucht, muss unfassbar viel machen, damit überhaupt ein Konzert stattfindet. Dann spielst du das Dornröschen in Nimwegen, das ist gerade neu gemacht, das ist vom Feinsten, wunderbares Konzerthaus, nenne ich es jetzt einfach mal. Da kommen Leute zu Konzerten, die mögen vielleicht, oder kannten Powerwolf nicht, die sind einfach da, weil es einfach gut dort ist. Da hast du so, dass so die Grundsätzlichkeit drin. Ja, wir wollen schöne Konzerte haben, für gute Konzerte aller Couleur, nicht nur Metal. Und in meiner Stadt ist oft so die Diskussion, ja, das ist, der Club ist mitten in der Stadt und die Anwohner, und ich kann das vielleicht auch verstehen, aber es ist eher so dieses, das ist eigentlich so ein bisschen störend im Stadtbild. Lass uns doch irgendwie lieber bei der Hochkulturförderung bleiben, da sind wir auf der sicheren Seite. Die subventionierte Kultur, die muss erhalten bleiben, das andere ist eher so ein bisschen am Rande. Und in dieser komischen Krise hat man jetzt auch gemerkt, dass gerade diese Bereich der Musik, Heavy Metal, Rock, alles irgendwo auch für die Politik ein Wirtschaftsfaktor ist. Man hat auf einmal geguckt, das ist ja doch irgendwie ein bisschen mehr, als wir alle dachten. Das ist ja doch ein bisschen Krach. Das ist das Größte, ja. Genau. Das hab ich auch nicht gedacht. Und das wurde vielen bewusst, aber in der Wahrnehmung ist halt irgendwie doch das nicht so angekommen. Und da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr diese Akzeptanz wünschen, dass da viele junge Menschen, ältere Menschen, egal, künstlerisch tätig sind und vielleicht daraus sich ein Beruf entwickelt. Das ist doch geil. Das Soft Skills wird man sich, glaube ich, modern nennen. Also ein bisschen die Hürden nimmt, anstatt direkt irgendwie an die große Förderung zu denken. Dass, also, ich weiß nicht, ob deine Band da. Also Bands kriegen in der Regel eigentlich wenig geschenkt. Ja, das ist. Irgendwie ist das aber auch, wenn du eine Band gründest, die Einstellung, die du haben musst. Ich glaube auch, dass Metal. Diese Zähigkeit gehört dazu. Also wir machen es ja alle lange genug. Ja. Dass Metal nicht klingen würde, wie er heute klingt, wenn auf einmal die ganzen Bands aus der New Wave of British Heavy Metal eine staatliche Förderung bekommen. Stimmt, genau. Das funktioniert ja auch nicht für diese Musik. Es geht einfach nicht. Ja. Wenn es dir zu gut geht, kannst du keine guten Songs schreiben.
denke ich manchmal. Genau. Aber es ist schon immer noch so, so das habe ich jetzt so verstanden. Also du würdest sagen, so, ich sag mal, dieser gewisse Naserümpf-Faktor, der tatsächlich so ganz oben ansetzt und sich dann bis nach unten so durchzieht bei allem, so von ja, der Club passt nicht in die Innenstadt über, na, wir fördern hier keine Probenräume. Ja. Also dass das mit diesem Gefühl einer vermeintlichen Hochkultur irgendwie immer noch so was leicht. Ja, das stellt halt keiner in Frage. Also jetzt gerade in dieser Zeit, oh, die Theater haben wieder auf und ich möchte keinen Wettkampf zwischen Theater und Co. stattfinden lassen. Aber so dieses, Leute können wieder ins Theater und ins Museum. Das war so, hast du den Atem des Politikers gehört, der sagte, haben sie wieder geschafft, das haben wir jetzt hinbekommen. Und dann irgendwie so in langen Gesprächen, die wir auch geführt haben, oder wo ich auch aktiv war, wo ich einfach klar machen musste, ey, es gibt so viele Bands, die davon einfach leben. Das ist ja fast schon, ihr merkt, wenn ich mit der Stimme runtergehe, ist ja fast schon, ich sage, ich lebe in der Musik und ich habe eigentlich keinen normalen Job und sowas. Das ist eigentlich absurd. Mhm. Und was du vorhin sagtest mit Frankreich, man ist stolz auf seine Künstler, das wer soll mir da auf die Schulter klopfen? Wer soll das eigentlich auch sagen? Mhm. Aber so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass das auch deine Arbeit ist, deine Passion, deine Kunst, wofür du auch viele Sicherheiten in deinem Leben aufgegeben hast. Und es ist viel Arbeit. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Karl Valentin. Genau. Und dann ist es schon auch irgendwie, ich frage mich gerade, wer mich anerkennen soll. Ja. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So dieses, ich hatte vorhin so ein bisschen rumgeflaxt, wenn ein Musiker gefragt wird, kannst du davon leben? Und das ist so eine Frage, du würdest das bei keinem anderen Beruf sagen. Sag mal, du bist doch Lehrer gerade jetzt. Wie sieht's denn aus? Langs. Ja, aber ich meine, das ist natürlich, wenn dann mal, um die Scorpions zu nennen, eine der international erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten, kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen. Aber auch eine der, zumindest im eigenen Land, unglaublich gescholtenen irgendwie, ne? Die ja ab einem gewissen Level belächelt werden von der Szene und so nach dem Motto, wenn du dann erstmal bei Wetten, dass auf der Couch sitzt und so irgendwie Teil dieses Establishments bist und alle, du kriegst das Bundesverdienstkreuz, wenn sie es bekommen haben, keine Ahnung, dann hat das so eine Dimension, wo man sich dann auch wieder irgendwie von abgrenzt und sagt, okay, das ist irgendwie blöd und das wird ein bisschen verächtlich oder gerne mal gesehen und beurteilt das Ganze. Das wäre dann vielleicht, wenn man, ja, wenn dieser ganze Naserümpf-Faktor und dieses, ihr müsst selber schaffen und das ist aber dann auch Teil einer Identität und man kämpft gegen die Widrigkeiten an und schafft es und das bildet diese künstlerische Stimme ja irgendwie auch aus und prägt sie. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn das denn der Endweg wäre, in einer durchgeförderten Landschaft und dann wären die Scorpions, dann würden sie wahrscheinlich von allen vielleicht gutiert werden, als ihr habt es geschafft, ihr habt aus der Förderung das Beste gemacht, aber sie brechen eben aus diesem gemeinsam sind wir stark und wir werden belächelt von da oben, Korsett raus, ab einem gewissen Punkt und dann gehört sie nicht mehr zur Ursuppe der Evoluzzer-Szene. Ich bin gerade sehr geistig in diverse Richtungen. Ich weiß nicht, ob ich mir auch nur ansatzweise folgen konnte bei dem, schon, bei ja. dem Gedankengut. Weil das ist ja kein Problem, was die Scorpions alleine haben. Ne? Sobald irgendwas zu Mainstream wird, wie auch immer das aussehen mag, ne, dann schaltet sich da natürlich irgendwo der Elite-Gedanke zu und dann hat der Underground keinen Bock mehr drauf. Ja. Ne? Ja. Aber apropos Underground, gut, dass wir gerade davon sprechen, denn wir wollen natürlich in dieser Sendung auch was für den Underground tun oder den vermeintlichen Underground, auf jeden Fall zumindest für Bands und Musiker, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und da haben wir die wunderbare Rubrik reingelötet. Und da stellt euch Metalgelöt für Metalgelöt-Folge Nina Loges Bands vor, wo sie sagt, die fliegen bei euch vielleicht ein bisschen unter dem Radar, aber das sollte so nicht sein. Und deswegen brecht sie regelmäßig Lanzen für Bands, die eben nicht jeder auf dem Schirm hat. Und ich bin sehr gespannt, was Nina uns heute mitgebracht hat. Tag, Freunde. Wir fliegen wieder auf die Insel. Ich nehme euch wieder mit nach Island. Da gibt es einfach im Black-Metal-Bereich zu viel gute Musik. Dieses Mal habe ich Svarti Dauli für euch. Klingt mega niedlich, ich weiß, so wie alles auf Isländisch. Alleine Panda heißt Bambusbjörn. Und das ist alles, was ihr über diese schöne Sprache wissen müsst. Jedenfalls Svarti Dauli, Schwarzer Tod, ein gebührender Name für eine Black-Metal-Band. Auch textlich machen die alles richtig. Ne? Es geht um Transzendenz, Drogen, Satanismus, na klar. Musikalisch finde ich, die sind schwer zu greifen, so wie alle cleveren Black-Metal-Bands, meiner Erfahrung nach. Das ist ein bisschen psychedelisch zwischendurch, natürlich dissonant, ganz klar. Die haben schon seit 2002 Alben rausgeballert wie verrückt. Ich finde aber, das zugänglichste und bis jetzt coolste ist das von 2018. Das heißt Revelations of the Red Sword. Und da würde ich euch den zweiten Titel direkt mal ans Herz legen zum Reinlöten. Der heißt Burning Worlds of Excrement. Natürlich, warum nicht auch bei den Titeln komplett auf den Putz hauen, einer Black-Metal-Band gebührend. Wie das immer so ist bei den isländischen und bei den ganzen Black-Metal-Bands, die sind sehr schwer auszusprechen und zu schreiben. Deswegen haben wir euch den Namen unten in die Videobeschreibung gepackt. Viel Spaß beim Reinlöten. Svarti Dauli. Ich habe es mir bemüht,
zu merken, weil lesen kann in Schriftzug, glaube ich, wirklich niemand auf einem Gebüsch. Vielen Dank, liebe Nina. Ja, direkt die Frage an euch. Kennt ihr die Band? Schon mal gehört? Noch nie gehört, aber es klingt sehr interessant. Ja, es ist aber immer so. Die macht immer so Hunger, Hunger aufs Essen. Ja, kennt dich nicht, interessiert mich. Und dann mit dieser Leidenschaft und dem Interesse, dann denke ich sofort, okay, muss ich reinhören. Du kennst sie jetzt. Ich kenn's den Namen nach, klar, und habe auch schon mal reingehört. Aber ist jetzt auch nichts, was ich mir zu Hause ständig auflegen würde. Ne? Aber du kannst nachvollziehen. Ich kann das einordnen, ja, klar. Generell dafür so ein bisschen brennt. Ja, Black Metal ist ja auch so eine Musik, die würde ich jetzt sagen, so als Subgenre im Metal ist. Da mag man mich auch gerne Lügen strafen, weil ich da wahrlich kein Experte bin. Aber die ist doch im deutschen Gebiet relativ unterrepräsentiert, verglichen mit anderen ganz starken Black-Metal-Nationen. Oder ist das ja nicht totalen so Quatsch? Kann ich gar nichts zu sagen. Deutschland hat viele Black-Metal-Bands. Ja. Also, und ich sag mal, dieser Trend, der ist ja auch schon ein bisschen durch, also wo Black-Metal richtig groß war. Die Dimon Borgir, Cradle of Filth, solche Bands, die sind praktisch übrig. Und ich sag mal, der Rest hat bisschen wieder ein Underground-Status. Da denke ich an Thüringen, da denke ich, da hinter jedem Berg hockt da eine Black-Metal-Band. Weil es natürlich auch zu der Landschaft passt und zur Umgebung. Da muss irgendwas rauskommen. Berge, Wasser, Wald, machst du Black-Metal. Wenn du in der Großstadt wohnst, spielst du in der Fickel-Band. Weil du den ganzen Tag so ein Zeug hörst. Ja, ja. Ja, also das inspirieren mag zu verschiedenen Berlin ist so früher viel Berlin. In Berlin gibt es keine Black-Metal-Band. Das waren immer alles so krasse Death-Metal-Band, so Ami-Death-Metal, Florida-Zeug haben die gespielt. Ja, wenn es eine Förderung gäbe für Black-Metal, ja, dann würden wir in Berlin wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ob das jetzt gut wäre, das ist natürlich eine andere Frage. Aber was sind denn, gibt es momentan so dominierende Genres, also Subgenres im Metal in Deutschland? Ja, von Dominanz zu sprechen, finde ich schwierig. Also wenn man sich so das auch wieder international eher anguckt, gibt es natürlich schon Phasen, wo es mir die Art Metal gibt. Ich denke, momentan hat Power Metal, auch unser Genre, schon so ein bisschen ein Hoch, würde ich sagen, auch wenn es Sabaton und Glory Hammer, die nachkamen, und Battle Beast. Das hat doch nie abgenommen, fand ich. Das kann ich nicht verurteilen, das weiß ich nicht so genau. Und seit den 80ern eigentlich nicht, oder? Das ist doch so eine Musik, die Bands Halloween sind auch seit 30 Jahren am Start. Stimmt eigentlich. Ja, also es war in den 90ern schon mal schwächer, ne? Und dann Ende der 90er nach der Grunge und dann gab's das war so ein Einbruch, glaube ich, mit dem Crunch. Da war Metal so ein bisschen. Da hatte, glaube ich, auch Maiden mal so eine Zeit zu kämpfen. Ich kann mich an Shows erinnern, wo ich dachte, wo ist deren Bühnenproduktion hin verschwunden? Ja. So ich glaube, da hatte wirklich der ganze Metal, Aber dass das Phasen sind, ich glaube, das eint uns, glaube ich, allen. Das kann man jetzt Fluch oder Segen nennen. Man hat irgendwann mit Heavy Metal angefangen. Oder mit der Art Musik. Man macht sie oder man hört sie und man kommt eigentlich nicht komplett davon weg. Selbst wenn mal, wie du hast von Reggae gesagt, in Südfrankreich, aber am Ende des Tages ist dann die Slayer im Auto oder so. Und das löst halt eine andere Emotion aus. Genau. Tiefergehender auch. Genau. Das ist halt nicht wie, sondern das ist, das ist echter. Angel of Death. Oder genau. Das ist auch eine Musik, die es schafft, dich zu fanatisieren oder so. Wenn ich Slayer höre, muss ich immer grinsen, weil ich denke, wie übertrieben ist das? Wie wahnwitzig ist diese Band? Genau, und andere sagen, der extremsten Bands, die ich kenne, obwohl die keine Blast Beats spielen, nicht keine Growls haben, aber. Ja, oder die ersten Paradise Lost, wo es wirklich so auch in die Depri-Schiene, was mir total runterging. Das ist ganz düster, es konnte nicht düster genug sein. Und dann war ich nachher bei My Dying Pride und so. Wir haben das Album immer genannt, Der Angler und der dunkle Fluss, der Angel in the Dark River. Wenn man wieder beim. Ja, das ist aber auch so. Obwohl der nicht Angler heißt, ich weiß das schon, Angel. Aber da haben wir uns nächtelang mit dem Kumpel drüber unterhalten, über dieses Album und wie tiefgehend das ist. Und wenn ich mir das heute anhöre, das gefällt mir immer noch gut, aber ich war in einer anderen Phase und das hat nur Heavy Metal mit mir gemacht. Aber das ist witzig, weil genau das habe ich bei My Dying Bride auch so wahrgenommen. Es war damals zu so einer Zeit, wo das so, ne, so pubertierend und so der Schmerz und alles ist, also da hat das bei mir so offene Türen eingerannt. Und heute tue ich mich total schwer damit, das zu hören. Ich lege das immer mal wieder so rein, die Alben aus dieser Turn Loose the Swans, das war, glaube ich, so, startete so die ganz große Phase von in meiner Wahrnehmung jetzt. Und heute fremdel ich damit, weil ich genau wie du sagst, mit dieser emotionalen Schlagseite, die da ja ausgelebt haben, das bin nicht mehr ich. Also ich kann das immer noch so wahrnehmen, aber das trifft bei mir nicht mehr so auf so eine Resonanz wie irgendwie ein geiles Annihilator-Riff oder so. Ja, das ist richtig. Witzig. Ist doch gut, da hast du was richtig gemacht. Aber ich war auch mit Paradise Lost damals sehr unnachgiebig, weil ich die Gothic super fand, aber dann kam danach, wurde mir das alles zu
Wobei das, wir haben vorhin so ein bisschen von Abwechslung so gesprochen. Ja. Ich gehöre zu denen, die das Album Host, wo sie bei Amy waren, und da hieß, jetzt sind sie bei Amy, müssen sie poppig werden. Ich fand das Album richtig geil, aber ich mag auch Depeche Mode. Oh, jetzt oute ich mich an solchen. Das fand ich total gut bei Bands. Und Creator hat ja auch so ein Album gemacht, um jetzt wieder im Kreis zu lösen mit Renewal. Der wird natürlich auch kontrovers diskutiert. Finde ich so geil. Also es gibt schon Bands, die auch mal ein bisschen ihre Genre verlassen haben. Aber wenn man mal genau hinguckt, was macht Paris Lost heute wieder? Ja, sie kommt zurück. Sie kommt zurück. Das ist so, weil man, glaube ich, sich doch in dem wohler fühlt. Und aber du brauchst doch auch so eine Phase. Du musst doch mal experimentieren. Du musst doch mal was anderes machen. Du kannst doch nicht... Also ich sehe es für mich so. Also okay, ja, wir haben uns ja jetzt hier getroffen, das hat mich jetzt inspiriert. Warte mal ab, wie das nächste Album klingt. Naja, wobei ihr ja auch ein bisschen experimentiert durchaus. Japanische Folklore. Natürlich. Ja. Wir haben experimentiert, wir haben irische Folklore drin und keltische Instrumente reingebracht. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett auf der Stelle treten, Gottes Willen. Wir machen ja viel auch andere Dinge. Aber ich glaube, bei vielen Bands, also das ist so meine Wahrnehmung von außen, das ist ja nicht immer nur so ein musikalischer Werdegang, wo man dann irgendwann zu den Wurzeln kommt aus rein künstlerischer Identität. Ich meine, bei vielen Bands, und das ist ja gerade im Metal so, dass viele plötzlich ihren zweiten Frühling erleben, indem sie ganz bewusst sagen, okay, wir steuern zurück auf die Erfolgsspur und machen das bewusst. Und ich hoffe natürlich, dass die dann sagen, das ist aber auch genau darauf raus, worauf ich Bock habe. Und dass das nicht einfach nur, ich muss jetzt irgendwie für die Rente noch mal ein bisschen was tun. Und dann schreibe ich halt die Songs, auf die ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Aber die Fans gehen halt nicht mit oder so. Ne? Das ist ja. Ja, oder viele Musiker, die in 20 verschiedenen Bands spielen, damit sie sich musikalisch ausleben können. Ja. So. Das könnte ich ja gar nicht. Also nee, Projekte, wenn es irgendwie, wird ja öfters auch für Projekte angefragt oder das Projekt, sage ich, ihr Leute, wisst ihr, wie viele Platten im Monat rauskommen? Und ich kann nicht noch in dem Projekt und da, das ist okay, aber ich fokussiere mich wirklich auf Powerwolf. Und ja, da kannst du ja auch 24 Stunden am Tag. Mache ich ja, glaube ich, auch so, oder wir. Und bei euch, glaube ich, ist es ähnlich. Und ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ich will mich da gar nicht verzetteln. Mhm. Aber, ja. Aber ich meine, wenn das abdeckt, was dich auch befriedigt einfach künstlerisch, so, dann ist das doch perfekt. Total. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlt, ganz ehrlich. Das war damals der Segen, in diese Band zu kommen. Ich bin heute noch beseelt davon. Und das weiß ich nicht. Das ist so in mir drin. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders was zu machen. Ist vielleicht auch ein bisschen borniert. Kann auch sein. Nee, also finde ich, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, wir haben ja dann jetzt mit euch beiden so zwei, ihr seid da deutlich. Oder du sagst, genau, das ist es ja, was ich machen möchte. Und du sagst, ich mache das, was man machen möchte. Und das ist mal was anderes. Und ihr seid ja beide irgendwie glücklich und erfolgreich damit. Das ist doch fantastisch, dass es beide Wege irgendwie geben kann. Das ist ein großes Privileg. Ja, absolut. Ja. Sehr dankbar dafür. Ja. Würdest du denn, glaubst du, es gäbe Grenzen für euch, wo man sagt, den Weg oder diesen Schlenker, den würden die Fans uns Bestimmt. Aber also okay, klar, aber weil ich gerade sagte, Japan fliegen und sagen, wir machen japanisches Folklore, am besten noch kambodschanisch, das ist noch abgefahrener. So mit Glocken, so völlig abgefahrene Musik. Das heißt, wir machen so, und dann ist sicherlich aus kommerzieller Sicht Schicht. Mhm. Klar. Aber es gibt bestimmt auch wieder Leute, die das irgendwie cool finden oder interessant und sagen, Alter, was haben die denn da gemacht? Oder? Das muss man vielleicht auch ausreizen, so einen Weg, um zu wissen, ob man ihn gehen kann. Ne? Also. Ja. Aber wie ist es bei Next Cemetery, Jens? Mhm. Erstes Album ist da, gute Resonanz und alles. Genau. Wo steht ihr jetzt gerade bei eurer Reise? Wir waren gerade im Studio, haben zwei Songs für eine Vinyl-Shape-Single aufgenommen, die wir im Herbst veröffentlicht werden. Wann, weiß ich noch nicht genau, weil Vinylknappheit gerade, so der Rohstoff ist knapp. Es dauert alles ewig gerade, bis die Sachen fertig werden. Aber die Dinger sind fertig. Nächstes Jahr wollen wir wieder ins Studio nächstes Album aufnehmen. Und so geht es hoffentlich alles seinen Weg. Und dann, naja, wie jeder, ja auch, hoffentlich auch demnächst mal wieder auf eine Bühne. Ne? Aber musikalisch kannst du schon sagen, ist das so ein bisschen eher more of the same? Und das meine ich eben auch nicht despektierlich, sondern eben auch Ist es, ja. Okay. Ja. Wir machen garantiert demnächst kein Emo-Core-Album oder so. Ne? Wenn wir, also wie gesagt, im Rahmen dessen, was wir tun, relativ offen sind, aber irgendwo sind dann halt schon auch Grenzen. Ne? Zumal wahrscheinlich ja auch dein ganz persönliches zeitliches Commitment mit einem völlig anderen Hauptjob im bürgerlichen Leben, ja, das muss man sich ja wahrscheinlich auch einteilen, ne? Wie viel du da in die Band stecken kannst. Ach, naja, gut, ich meine, aber für ein Hobby oder so muss man sich halt Zeit nehmen, ne? Und ob ich jetzt irgendwie den ganzen Abend zu Hause sitze und Videospiele spiele oder ob ich irgendwo Bergsteigen gehe in meiner Freizeit oder dann halt in einer Band spiele, so, das geht schon, ne? Also auch mit einem ganz normalen Job, klar. Würdest du dir denn wünschen, dass das irgendwann mal eben nicht Hobby ist, sondern vielleicht deinen Job ablösen könnte?
weiß ich nicht. Nee, nicht. Ach, ist völlige Zukunftsmusik. Mhm. Glaube ich auch nicht, dass es jemals so weit kommen wird. Ich meine, wir sind da nur auch keine 20 mehr. Ne? Wir haben ja alle mit um die 40 jetzt angefangen, im Grunde genommen. Und solange das so läuft, wie es jetzt läuft, solange wir ein paar coole Auftritte spielen können und coole Platten machen können und so, bin ich da eigentlich sehr glücklich mit. Das freut mich. Ja. Ja, möge der Weg, wie auch immer und wo er dich hinführt, ein guter sein, mit dem du happy bist. So, Dankeschön. Für euch beide, so höre ich es zumindest raus, auch der Fall ist. Ich danke euch. Ich danke euch für diese Gesprächsrunde. Es hat großen Gerne. Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant. Es hat für mich auch wieder mal das gezeigt, dann noch mal, was wir am Anfang der Sendung ja eigentlich auch schon festgestellt hatten, wie vielseitig, wie unterschiedlich und ja, was man da alles so für sich selber besetzen kann, machen kann und einem Freude macht, in welchem Umfang, in welcher Ausprägung auch immer. Ja, das war wirklich ein Beispiel für Metal aus Deutschland. Ja, drei Repräsentanten von wahrscheinlich 300 verschiedensten Repräsentanten für verschiedene Strömungen haben wir heute hier gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Absolut. Mega. Das war sehr nett. Ja. Ich wünsche euch das alles Gute und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal bald wieder in guter alter klassischer Fan- und Bühnenperspektive, dass ihr wieder auf die Straße kommt und den Leuten das gibt, was sie wollen. Das wäre sehr wünschenswert. Genau. Ja. Und das wäre Metal. In diesem Sinne, auch an euch da draußen, vielen, vielen, vielen Dank. Hört gerne rein in die anderen Folgen. Ihr wisst ja, die einzelnen Podcast-Episoden sind eben bei Radio Bob hinterlegt. Und bei uns gibt's natürlich die Videos dazu. Also alles in Sachen Metal gelöt, wenn ihr es noch nachholen wollt. Ihr werdet es finden. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.